Für jemanden, der sich jetzt noch gar nicht mit dem Ölskandal auskennt, vielleicht noch mal ganz kurz, was passiert genau im Südsudan? Was sind so die zentralen Punkte, um die sich Hoffnungszeichen auch kümmert? Im Südsudan findet gegenwärtig eine ganz schlimme Ölkatastrophe statt. Es gibt Ölunternehmen dort, die große Mengen an Öl abbauen. Und im Zuge des Abbaus dieses Öls werden Abfälle, die im Zuge der Ölproduktion anfallen, unsachgemäß entsorgt. Und durch diese unsachgemäße Entsorgung von Abfällen werden Menschen vergiftet, wird das Trinkwasser von Menschen vergiftet. Und wir haben diesen Umweltskandal aufgedeckt mit einer hydrobiologischen Studie und auch die Auswirkungen auf die Menschen mit einer toxikologischen Studie nachgewiesen. Für 600.000 Menschen bedeutet dieser Ölskandal einfach, dass sie keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser mehr haben. Und also Hoffnungszeichen hat ja lang von 180.000 Betroffenen gesprochen, spricht jetzt von 600.000 Betroffenen. Wie kommen denn diese neuen Zahlen zustande? Die 180.000 Betroffenen beziehen sich auf ein Teilgebiet des gesamten Ölgebiets im Südsudan. Wir haben jetzt unsere Erkenntnisse ausgeweitet auf die beiden anderen Ölgebiete im Südsudan und die Zahlen auf Basis eigener Beobachtungen, eigener Erfahrungen übertragen und hochgerechnet auf die anderen beiden Ölgebiete. Und so sind wir also für die drei Ölgebiete im Südsudan oder für die drei Konzessionsgebiete im Südsudan auf die Zahl von 600.000 gekommen. Und welche Schritte müssten denn jetzt die Verantwortlichen übernehmen, damit den Betroffenen langfristig geholfen werden kann? Also zuallererst müsste der Verschmutzungseintrag eingestellt werden. Das heißt, die Ölproduktion müsste so umgestellt werden, dass es zu keiner Verschmutzung des Trinkwassers mehr kommt. Natürlich würde das den Produktionsprozess aus Sicht der Ölindustrie verteuern und wir haben den Eindruck, dass die Ölindustrie gerade dieses nicht möchte. Darüber hinaus müsste Zugang zu sauberem Trinkwasser für die betroffene Bevölkerung hergestellt werden. Das heißt, man müsste Tiefenbrunnen bohren. Es gibt noch sauberes Wasser, aber dieses saubere Wasser ist sehr tief im Boden zu finden. Man muss 300 Meter tief bohren. Normalerweise liegt der oberste Trinkwasserleiter, der leider verschmutzt ist, bei ungefähr 20 bis 80 Metern. Also man muss mit einem hohen technischen Aufwand tief bohren, um den Menschen wieder sauberes Trinkwasser bereitzustellen, aber das ist möglich. Und unbedingt notwendig ist auch eine umfassende medizinische Studie über den Gesundheitszustand der Menschen dort, denn wir haben durch die Analyse von 96 Haarproben einen begründeten Anfangsverdacht, dass die Kontamination schon Menschen erreicht hat. Das heißt, man müsste jetzt mit einer großen medizinischen Studie herausfinden, wie stark die Vergiftung der Menschen wirklich ist und dann darauf aufbauend möglicherweise auch medizinische Behandlungen einleiten. Und wie wahrscheinlich ist es, dass die Verantwortlichen, also namentlich auch Petronas, der Hauptsponsor der Formel 1 des Mercedes-Teams, diese Verantwortung übernehmen wird? Ja, wir befinden uns ja in einem Austausch mit Daimler und mit Petronas und wir haben bisher leider nicht den Eindruck, dass man sich auf der Seite von Petronas substanziell engagieren möchte, um diese Notlage für die Menschen zu beseitigen. Gut. Dankeschön.